Hey, oh Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Was war denn gerade mit der Aufnahme los? Warum hat sie nicht gestartet? Egal. Ich sollte jetzt in der Aufnahme sein. Ja, die Aufnahme läuft. Wir leben in Zeiten der Verzweiflung. Ja, ist okay, ja. Freunde, wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Ja. Was? Auch wenn ich dafür Bahavas zuhören muss. Die Schattenkater sollen einen der ihren suchen. Könnte sich auszahlen. Hui, hui, hui. Ich überlaufe euch alle. Oh, hi. Wir sind also Söldner. Okay, wir sind Kopfgeldjäger. Alles klar. Fällt gar nicht auf. Wir sind das kleine Girl hier mittendrin zwischen den großen Männern. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her. Seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Was? Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, er Gefangener als König, nicht wahr? Oh ja. Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den Sonnenring sehen. Aber die Falken... Sie sollen da wirklich runter? Das ist doch verrückt. Wohl kaum. Sie werden mich sehen. Du unterschätzt, wie leicht die Leute das offen... Die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Was? Ich kann ja nicht runterspringen. Wenn du Massaker sehen willst, bist du hier richtig. Ich hab Höhenangst. Du machst mir Sorgen, Mann. Wo soll ich hier runter, bitte? Alter, könnt ihr mich mal durchlassen hier? Bist Hallo? Gekommen, um uns im Exil zu begaffen? Ja. Mal sehen, wie du guckst, wenn wir uns Meridian endlich zurückholen. Ja, ich soll da... Ja, ich weiß, dass ich da runter soll. Nur wie, wo, warum? Also warum weiß ich, aber... Wie? Ich kann hier nicht runterspringen einfach so. Oder kann ich? Ich kann hier sowieso nicht runterspringen. Gut, dass das gelockt ist, dass ich hier nicht runterspringen kann. Ich hätte es nämlich gemacht. Die dummen Rehons machen das so. Hä, wo soll ich hier bitte runter? Das funktioniert so nicht. Klettere hinab. Ja. Ja. Was? Da. Ah. Zur Kante fallen lassen wäre ganz nett. Kann ich mich denn zur Kante fallen lassen? Hallo, Kante. Kante fallen. Bin tot. Nee, ich lebe. Jetzt bin ich tot. Nee, ich lebe. Ich will mich heilen. Auf Danke. Die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Auf der anderen Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Alles klar. Warte kurz, was ist das hier? Was war da? Hä, ich hab da irgendwas aufblitzen gesehen. Kann ich die Fackel ausmachen? Hä, was war da? Irgendwas war hier. Gut, dann nicht. Hä? Okay, ich muss hier irgendwo hoch. Ach so. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So. Jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt, aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück.
Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Okay, da geht's jetzt rein. In das Unbekannte. Ach du Scheiße. Ich hab Schiss. Ich geh runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey, Elisabeth Sobeck hier. Bitte Zutritt. Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür. Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Nice. Weißt du, was du hier tust, Aloy? Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Schön, okay, merkt ja niemand. Man kann nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja gut, machst du jetzt bitte weiter. Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Ach du Scheiße. Es ist schon leicht episch, es ist schön. Sonnenfall. Siedlung verlassen. Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Ja, speichern wir mal. Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Bitte nehmen Sie Platz. Und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Erfrischungen und Snacks? Bitte begeben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet Sie eine wichtige Nachricht zum Zweck Ihres Besuchs. Ja, das speichere ich schon alles, aber ich muss mir jetzt nicht alles anhören, oder? Das ist schon krass hier. Das ist schon mega krass. Ich will auf jeden Fall nichts übersehen hier. Dann geht's ja auch noch weiter. Aber hier ist zu. Tut mir leid. Als wenn das in Stein gemeißelt wäre, die Tür hier. Und das ist auch Stein gemeißelt. Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDO1-Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Okay, bitte, ja. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist. Das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt. Weil sie von mir kamen. Und es sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten.
gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten. Den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern, schlafend, auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Das war krass gerade. Alter, wie episch war diese Szene gerade. Ich bin gerade echt geflasht. Props an die Entwickler. Man kann es einfach nur sagen. Krass, das einfach. Falken, was ist das denn? Sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Scheiße. Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Okay, die sind heftiger. Die sind auf jeden Fall heftiger. Aua! Die Datenpunkte. Willst du sie einfach ignorieren? Nein! Ich werde sie auf keinen Fall ignorieren. Deshalb werde ich sie alle in Grund und Boden stampfen. Und wenn es Jahre dauert. Alter. Lass die aushalten, verdammte Scheiße. Ich bin erledigt. Ja, bist du gleich. Ich werde euch einfach mit Nahkampf weghauen. Soll ich doch nicht. So, das war's mit dir. Ach, du hättest eine Waffe gehabt. Die hätte ich haben wollen. Kumpel. Aua! Ach du Scheiße! Alter! Lass das, meine Frau werde nicht. Alter! Down. Wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Ja. Die Datenpunkte. Was enthalten sie? Ja, ich bin nur schon dabei, Silent. Das macht doch keinen Stress hier. Mit Suzanne Alpert, Umweltwissenschaftlerin. Doktor? Wie bitte? Ich habe nicht... Doktor? Ich habe nur Ihren Namen genannt. Woran dachten Sie gerade, Doktor? An nichts, was der General gesagt hat. Eigentlich. Ich war 2051 beim Syzygy East Einsatzteam dabei, direkt nachdem das zweite Erdbeben den Reaktor beschädigt hatte. Ich träume immer noch davon, nach all den Jahren.
wie die rote Zone sich über die Karte ausbreitet. Langsam, so langsam, als ob sie ihre Finger ausstreckt. Ihr Einsatz bei diesem Ereignis hat dazu geführt, dass Ihr Name auf unserer Kandidatenliste steht. Wirklich? Das ist interessant, denn nichts hat funktioniert. Dort ist nie wieder etwas gewachsen. Es war ein katastrophaler Fehlschlag. Aber die rote Zone ist nichts im Vergleich zu einer weltweiten Reduzierung der Biomasse. Die Biosphäre und die Hydrosphäre werden zusammenbrechen, lange bevor die Roboter uns vernichten. Enduring Victory bringt uns in dieser Hinsicht gar nichts. Also sollten Sie mir lieber sagen, worum es bei Zero Dawn wirklich geht. Okay. Jetzt verstehen Sie sicher, warum wir Sie so dringend hier haben wollten, Miss Okilo. Hauptmann Okilo, wollen Sie mir dafür danken, dass ich keinen Widerstand geleistet habe? Ich glaube, wir hätten keine diplomatische Lösung gefunden. Als es um das Lithium meines Landes ging, wurde immer ein Schwarm zum Verhandeln geschickt. Metallurgic International, US Robot Command. Die Kennzeichnungen ändern sich, aber die Roboter waren immer die gleichen. Sie haben viel Erfahrung in Mensch-Roboter-Konflikten. Ja. Habe ich es gerade abgebrochen? Sorry. Aber ich fand das nicht ganz so interessant gerade. Okay. Hören Sie, lassen wir die Geheimnistuerei. Sie bauen ein Kolonieschiff, das ist doch offensichtlich. Und es wird kein Überflieger. Ich meine, wortwörtlich. Erinnern Sie sich an die Odyssey? Den multinationalen Haufen Weltraumschrott, der seit 57 im Friedhof orbit schwebt? Sie flog nirgendwo hin und das sehr langsam. Aber Sie haben ein Ziel, das Sie sehr schnell erreichen müssen. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was für eine enorme Herausforderung es ist, ein Kolonieschiff in kurzer Zeit vorzubereiten? Um das klarzustellen, ich arbeite nicht an dem Projekt. Ist Ihnen überhaupt klar, wie wenige Menschen damit gerettet werden könnten? Das ganze Konzept des Generationsschiffes ist... Es wird nicht umgesetzt werden. Es wird das Erste sein, was man für die Embryonen aufgibt. Für diese Art der Lagerung braucht man Kapazitäten, man braucht Macht, man braucht Ressourcen. Also, selbst wenn Sie es tun, wenn Sie es bauen und Richtung Sirius X schicken, auf dem Ding wird kein Platz für Menschen sein, okay? Wenn Sie sich bitte beruhigen würden. Ihr seid doch verrückt, wenn ihr glaubt, dass ihr von hier wegkommen könnt. Niemand kommt hier weg. Sanitäter. Sie wollten also die Erde verlassen. Ach so. Hier drüben geht's weiter, aber ich habe hier drüben was entdeckt. Hier ist ein Schacht. Und ich will den nicht einfach so übersehen. Wo führt der Schacht hier hin? Ich meine, wir sollen da nicht lang laut Quest, aber... Was ist das hier wirklich? Nee, ernsthaft jetzt. Oder ist das hier quasi das Zeug, wie wir uns hätten hier an den Typen vorbeischleichen können? Das kann natürlich rein theoretisch sein. Haben die Schächte hier einen inneren Sinn? Einen wirklichen Sinn? Jetzt sind wir wieder hier. Okay, die Schächte sind wahrscheinlich dazu da, dass wir uns an den Leuten hier vorbeischleichen können. Wenn wir das wollen. Was ist da unten? Wollen wir aber nicht. Die haben die weggehaut. Ist zu. Wiedergabe wird eingeleitet. Ja, bitte. Elisabeth Sobeck. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette
untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand. Und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut. Und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt. Und am wichtigsten, von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen, und Gaia, gibt es noch eine Zukunft. Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Die gesamte Erde wurde vernichtet, aber dann neu erschaffen? Ja, von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Elisabeth hat das getan. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie ist er dann im Wrack eines Pharaoh-Roboters gelandet? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert? Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. Ich bin so mega geflasht. Was? Was ist... Ah, die Story, die ist so wahr. Geil. Das hätte ich echt nicht erwartet. Mensch, wie geil! Leute, wir haben eine neue Hashtag-Epic-Folge und das soll auch das Ende dieser Hashtag-Epic-Folge sein. Ach, schön. Mann. Ja, ist so. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung dafür, diese mega heftige Auflösung der Story. Ich meine, es ist noch nicht alles aufgelöst, aber wir sind schon einen deutlichen Schritt weiter in der Story. Das ist einfach nur, boah, nee, geil. Ja, schreibt einen Kommi in die Kommentare, lasst alle eure Gefühle in den Kommis raus. Morgen 15 Uhr geht's weiter mit einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn, wenn wir hier alles weiter erforschen. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.